Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Theodor Wallauf im Rahmen seiner skeptischen Didaktik die gesellschaftliche Institution der Schule begreift. Sie erhalten dabei einen Überblick zu den verschiedenen Funktionen, die Wallauf der Schule zuordnet, und werden so auch in die Grundbegriffe seiner Schulpädagogik und Institutionentheorie eingeführt. Theodor Wallauf geht es vor allem darum, anhand des geschichtlichen Wesens der Schule ihr Zustandekommen, ihren Wandel und auch ihre Paradoxien zu erläutern. Deshalb unternimmt er es, die verschiedenen Funktionen der Schule herauszuarbeiten und unterscheidet dabei vor allem vier Grundfunktionen, die sich dann in zahlreiche weitere Funktionen gliedern lassen. Diese vier Grundfunktionen der Schule sind nun nach Wallauf erstens die traditionellen gesellschaftlichen Funktionen, zweitens die kommunikativen Funktionen, drittens die projektiven Funktionen und viertens die paideutischen Funktionen. Unter den traditionellen gesellschaftlichen Funktionen versteht Wallauf vor allem die Rolle der Schule bei der Stabilisierung sozialer Strukturen. Historisch ist immer wieder die reproduktive Funktion der Schule für Kirche und Staat hervorgehoben worden. In der Gegenwart besitzt sie aber eher eine sozialintegrative Funktion, durch die ein gemeinsames und zugleich maßgebliches Verständnis hinsichtlich Individuum und Gesellschaft zustande kommt. So verleiht die Schule etwa Rechte und Pflichten, sie terminiert den Lebenslauf und limitiert den Lebensplan. Die Schule tradiert Informationen, Instruktionen und Indoktrination und muss ihre Lehrinhalte gegenüber Schülerinnen und Schülern, Eltern und Öffentlichkeit legitimieren. Insgesamt entsteht Schule nach Wallauf in dieser Hinsicht als gesellschaftliche Institution, die bestimmte Verfahren, Vorgänge und Kommunikationen auf Dauer stellt. Unter den kommunikativen Funktionen der Schule versteht Wallauf vor allem die Tatsache, dass sie auf einem personalen Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern aufbaut, indem die Entfaltung der Schülerinnen und Schüler zu eigenständigen Persönlichkeiten erfolgen soll. Der Einzelne wird ebenso in die Gesellschaft einbezogen, wie die Gesellschaft wünscht, dass er zu sich selbst findet. Zu den kommunikativen Funktionen zählt die Entwicklung des Kindes zur Schülerin oder zum Schüler, zum Lehrling, zur Studierenden oder zum Studenten, zum Erwachsenen. Die Tatsache, dass die Schule den Lehrerinnen und Lehrern Lebensunterhalt verschafft, hängt damit ebenso zusammen wie der Umstand, dass die Schule seit jeher mit der Öffentlichkeit kommunizieren musste. Mit den projektiven Funktionen der Schule meint Wallauf vor allem, dass sie auf die Zukunft hin ausgerichtet war und ist. Sie sollte die Zukunft durch Planung, Zielsetzung, Ausrichtung oder Lenkung gewährleisten und trug dabei zum Beispiel eine teleologische Funktion auf dem Weg zum Reich Gottes auf Erden oder hin zur klassenlosen Gesellschaft. Die Schule trug historisch auch zu Plänen der Weltverbesserung bei und war nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich an der entnazifizierenden Re-Education, vor allem in Deutschland, beteiligt. In diesem Sinne geht es in der Schule immer auch um die Verteilung und Zuteilung von Wissen. Unter Paideutis verstanden schon die Griechen den Prozess oder das System der Erziehung. Daher identifiziert Wallauf die paideutische Funktion der Schule mit dem alten Namen der Bildung. Es geht hier um die Übung im Sinne einer intensiven Zuwendung, eines Bei-der-Sache-Bleibens und um einen Verzicht auf schnellen Erfolg. Das Ziel der Paideutis ist vor allem die Selbstständigkeit im Denken, die Befreiung aus dem Kordon alltäglicher Befangenheit und, so Wallauf, die unabschließbar sich ausweitende Teilhabe an Kosmos, Kultur und Gesellschaft. Diese vier Funktionen sind für Theodor Wallaufs Begriff der Schule konstitutiv und definieren sie im Allgemeinen als gesellschaftlich begriffene Institution zwischen Gruppe und Individuum. Dabei ist es bemerkenswert, dass diese Funktionen der Schule mit einem einheitlichen Prüfungswesen einhergehen sollen, in der es keine ungeregelten Ausbildungswege mehr geben darf, die nicht zugelassen und überwacht werden. Wallauf nennt eine solche Schule bedenklicherweise auch die totale Schule. Grundlegend für Theodor Wallaufs Theorie der Institution Schule ist ihre traditionell gesellschaftliche Funktion, die nicht zuletzt darin besteht, soziale Strukturen zu stabilisieren und Informationen, Instruktionen und Indoktrinationen zu tradieren. Daneben ist vor allem ihre kommunikative Funktion zu berücksichtigen, die nicht zuletzt darin besteht, dass die Schülerinnen und Schüler zu eigenständigen Persönlichkeiten werden sollen. Die Schule muss dabei aber immer auch ihre Praktiken und Inhalte der Öffentlichkeit gegenüber kommunizieren. Darüber hinaus betont Wallauf die projektiven Funktionen der Schule, die sie auf die Zukunft verweisen und sie immer wieder mit dem Wunsch der Weltverbesserung und Veränderung verbunden haben. Gleichzeitig verteilt sie Wissen bzw. teilt sie Wissen zu.
Die letzte von Balow festgemachte Funktion ist die paideutische. Sie besteht vor allem im Aufbau von Bildung im klassischen Sinne. Sie befreit die Menschen und führt sie zur Selbstständigkeit im Denken. Dabei sieht Balow ein reglementiertes Schulwesen vor, das er im Rekurs auf die Steuerungswissenschaft der Kybernetik bedenklicherweise die totale Schule nennt.